Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Total War Warhammer 3. Armut gegen Elend, bei uns zählen nur die inneren Werte. Mit mir, dem Gönner, auch bekannt als Elder Shadow, und ich bin natürlich nicht der einzige Spieler hier. Ich bin auch mit dem Messer hier. Grüß dich ganz herzlich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Zu mir sei gerade eben nochmal was gesagt, wenn hier das UI komisch aussieht, wenn hier plötzlich die Ladezeiten anders sind als auch beim Gönner. Es könnte daran liegen, dass mein toller neuer PC, den ich mir gekauft habe, der ist kaputt und steht jetzt gerade eben bereit zur Abholung und ich bin wieder auf der alten Kiste. Also wundert euch nicht, das ist alles, was ich sagen will. Ja. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich einen Rechner einschicken muss, du. Also ich habe schon ein paar Mal was beanstanden müssen, schon früher, immer wieder mal so, ne, das kommt ja vor. Aber es ist das erste Mal, dass ich einen kompletten Rechner zurückschicken muss. Das hatte ich noch nie. Das ist echt heftig, ne? Ich bin schon ready, so wie es aussieht. Ich habe keine Bewegung mehr frei. Ich überlege gerade noch. Ich habe auch keine Bewegung mehr frei, aber es gab noch irgendwas, was ich da machen wollte. Ich weiß aber nur nicht, was. Das ist echt ein bisschen komisch gerade. Aber gut, ich muss einmal ganz kurz noch in diese Quests hier rein gucken. Mhm. Ah, ja, das muss ich machen. Okay. Nee, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ah ja, das muss ich machen. Und dann? Ja, okay. Ja, ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Das werde ich nicht mehr schaffen in dieser Kampagne wahrscheinlich. Und das da habe ich noch. Okay. Ja, das wird ein schöner Spaß. Okay. Ich glaube, so halbwegs blicke ich das. Und jetzt muss ich noch einmal gerade gucken, wo sind denn meine Dudes hier? Ah, der kann hier gar nicht. Ah, der ist auch im Gewaltmarsch unterwegs. Das müssen wir aber auch noch irgendwie machen, ne? Das ist gar keine Armee und der ist auch nicht. Und der ist auch nicht. Okay, und dann, ja, ich weiß nicht, ist das hier dann richtig? Moment mal bitte. Wir könnten ja auch hier, ja, wenn ich das machen würde, würde ich diese Mission wahrscheinlich sogar erfüllen, ne? Aber ich kann nicht sagen, ob das geht. Vielleicht machen wir noch schnell das hier, weil das geht ja echt flott. Das da weiß ich nicht. Das kann man auch noch machen. Boah, ne? Also diese ganzen Späße von meinen Fraktionen, die mir da den Krieg erklärt haben, so, hallo Gönner, ich mach dir alle Gebäude platt. Ja. Das hat mich echt ganz übel erwischt irgendwie. Und bei mir war es genau das Gegenteil, also bis jetzt immer noch. Ja, ich stelle auch mal wieder fest, ne, man merkt halt auch wieder, wie lange das halt einfach dauert, bis diese Städte alle ausgebaut sind. So, okay, und wir machen das jetzt mal so und dann... ja, da bist du schon mal gut und gerne 40, 50 Turns beschäftigt. Es ist krass, ne? Ja. Also, ich finde auch, so kommen wir jetzt mal einfach weiter. Ich glaube, du wirst das ja eh wahrscheinlich jetzt nach Hause spielen, aber wir gucken mal. Ich will mich ja nicht ganz ohne Wert hier verkaufen. Ja, ich denke, so eine Camry-Kampagne, die muss man echt richtig, richtig slow spielen. Ne? Also ja, alles dauert halt einfach sehr, sehr lange. Die Gebäude brauchen... Ach du meine Fresse. Also da sagst du was. Also ich habe schon ein paar Mal Camry gespielt, auch schon in Warhammer 2. Und es ist genauso, wie du sagst. Also du brauchst halt wirklich ewig, bis du dich aus deinem Mauseloch raustrauen kannst und dann guckst du raus und stellst fest, alle anderen schießen schon mit Atomraketen und du hast einen Bronzesäbel. Ja, so fühlt man sich hier. Ganz genau, also das ist dann schon manchmal sehr, sehr weird. So, wo rennt der denn jetzt hin, der Mistkerl? Den will ich hier loswerden. Entschuldigung, den muss ich kurz mal töten. So. Denn nach wie vor bekämpfe ich hier ein paar Druki. Huch, was ist das? Der Staubmantel. Dann bekommen die halt auch so komische Items wie der Staubmantel, ne? Die dir dann noch mehr Möglichkeiten geben, irgendwie zu schleichen. Aber das nützt dir eigentlich überhaupt gar nichts. Das ist die Tragik an all dem, dass diese Fähigkeit ziemlich unnütz ist. Also zumindest für einen Helden, sage ich jetzt mal. Bei den allermeisten, also bei manchen Einheiten, bin ich voll dabei zu sagen, yo, geil, der kann jetzt schleichen. Also dann schleichst du dich halt hinter die feindlichen Linien und so. Und greifst dann Bogenschützen, Artillerie und so an. Aber bei einem Helden habe ich noch nicht den Nutzen entdeckt.
Ich weiß nicht, ein bisschen komisch, ja. So, ich bin mal gespannt, was der jetzt macht. Der wird ja jetzt gleich hier mich irgendwie wieder angreifen, weil die KI, die mir am anderen Ende der Map nichts besser, die mir den Krieg erklärt hat, da nichts Besseres zu tun hat, als jetzt hier zu mir rüber zu schippern, ne? Ach du meine Güte, du glaubst es nicht, ne? Du glaubst es nicht, warte mal. Aber das hier bauen wir noch aus, das geht nämlich gut. Und das hier bauen wir auch noch aus. Das klappt nämlich gut. Und dann müssten wir... Ah ja, warte mal. Aber wenn ihr mir jetzt natürlich diese Stadt platt macht, dann habe ich nichts mehr von der Mission. Ne? I kneel before Aeothelia's tomb. Was ist hier? Ah, Scarbrand Blob mal wieder. Der Scarbrand Blob, der macht also den Kugas, willst du damit sagen? Ja, der bloppt ein bisschen, ja. So, und das hier... Achso, das müsste ich ja dann nächste Runde bauen. Ne? Ich habe nur zwei Missionen. Damit das noch fertig wird in dieser Kampagne hier. Ja, erzähl mal. Die eine werde ich nicht hinbekommen, für das Bündnis. Ich soll ein militärisches Bündnis irgendwie hinbekommen. Niemand mag Kateb. Ich sag's dir, niemand. Mm. Niemand will mit ihm... Es gibt einen Grund, warum sie ihn an den Rand der Welt gesetzt haben. Ich selbst CA mag ihn, glaube ich. So, Scarbrand erklärt mir wieder den Krieg. Jawohl, so ist es, genau. Jetzt weiß ich immerhin, wer Spieler Nummer 2 ist. Hilft mir zwar nicht, aber ich weiß, dass der zweite in der Reihe Scarbrand ist. Kommt es dir auch so vor? Die Armeen sind deutlich weniger, ne? Wie meinst du? Als in Warhammer 2. Also jetzt hier in diesem Spiel, generell in Warhammer 3, ist die Anzahl der Feindarmeen deutlich geringer. Kommt mir zumindest so vor. Oder sehe nur ich das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich da nicht so die Vergleichswerte. Okay. Also ich könnte das jetzt nicht so. Ich kann das nicht so genau sagen. Ich habe Warhammer 2 da einfach nicht mehr so im Kopf, ne? Ah, okay. Ja, kann ja sein. Also ich erinnere mich halt daran, dass es deutlich mehr Armeen gewesen wären. Aber ich begrüße es auch, dass es nicht mehr so übertrieben viele sind. Also das war ja teilweise lächerlich, wenn du dann so, weißt du hast eine Armee und die KI hat dann 5. Ja, genau, ja. Das ist jetzt allerdings nichts wirklich Neues, ja. Ja, aber das ist das, was ich meine mit, dass ich das Gefühl habe, dass es weniger geworden ist. Ja. So, die müssen hier nochmal ein bisschen heilen. Dann habe ich das jetzt hier auch gleich noch geschafft. Da schaffe ich immer noch mal eine Quest. Das ist doch schön. Ich bin sehr auf Ushabti gegangen, ich sag's dir. So viele Ushabti-Gebäude habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist doch cool, wenn das eine gute Strategie für dich ist. Hat bis jetzt auf jeden Fall geklappt. Hat, ja. Also bis jetzt hat es geklappt. Der Luxus ist natürlich, dass du überhaupt Gebäude hattest. Ja, ja. Im Gegensatz zu dir. kleiner Spaß, ne? Sei mir jetzt vergönnt, ja. Nee, das ist schon in Ordnung. Das, ich meine, du hast schon ganz schön auf die Goschen bekommen. Ja, das kann man so sagen. Welche Stufe muss ich denn hier erreicht haben? Für Stufe 4, das schaffe ich nicht mehr. Da ist das Projekt hier vorher zu Ende wahrscheinlich, ne? Wenn wir mal gerade gucken, ja. Die werden sowieso alle von Orks angegriffen werden. Man weiß ja nicht, wie schnell es jetzt geht. Theoretisch könnte es diese Folge zu Ende sein, aber ich glaube, dafür sind wir zu langsam. Ich tippe auf die nächste Folge. Ja, ich denke auch, so um den Dreh rum wird das machbar sein. Es sei denn, wir haben gleich noch mega viele Kämpfe, die wir selber spielen müssen. Dann kann sich's natürlich nochmal ändern. Es ist so ein bisschen schade, finde ich. Oder ich sag mal so, dass was einfach bei dieser Fraktion halt nicht so wirklich gut durchdacht wirkt. Ist halt so dieser Umstand, dass du ja ständig eigentlich... So, bleibt er jetzt da unten? Ich kann ihn auch zurückholen, ne? Das ist egal, wo der ist. Was bei dieser Fraktion nicht so gut durchdacht wirkt, ist halt dieser Umstand, dass du ja irgendwann eigentlich mehr brauchst als 4 oder 5 Armeen. Ne?
Ja. Und eher schnell als spät, ne? Deswegen bin ich der Meinung, dass man so etwas bei allen Fraktionen einführen sollte, dass es Armeebegrenzungen gibt oder zumindest Begrenzungen für die Qualität der Einheiten. Jetzt will man. Ja, genau, das hatten wir doch auch mal, das hatten wir auch diskutiert, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge. Nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal. Ja, genau. Ja. Das ist ein spannender Punkt, ne? Dass du halt sagst, du kannst von diesen Elite-Regimentern einfach nur 4-5 haben. Pro Armee, oder, genau, so in der Art. Was ich ja bei Warhammer schon mal nicht so verkehrt finde, ist immerhin auch dieser Umstand, dass du ja nur in gewissen Regionen rekrutieren kannst. Ne? Also du kannst ja nur, weiß ich nicht, sagen wir mal, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob man das hier machen. Du kannst ja nur in deiner Stadt auch die Region, oder du musst immer in einer Stadt sein, um Einheiten rekrutieren zu können. Ne? Das finde ich schon mal, das ist eigentlich ganz gut. Wenn sie jetzt noch das mit dieser globalen Rekrutierung ausgemacht hätten, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen cooler. Victory, yeah. Ja. Weil man, kannst du, kommt der Typ dahin? Bitte, ja, danke. Ich finde auch die globale Rekrutierung ein bisschen schwierig manchmal, vor allem, weil es halt auch nicht jede Fraktion kann. Ja. Es wäre auch irgendwie schöner, wenn man es halt dann so hätte, dass du diese... dass du dir halt deine, dass du deine Siedlung dann strategischer ausbauen musst oder so. Aber das geht halt natürlich nur dann, wenn das halt, da kommt der Scarbrand wieder, ne? Jo, da oben ist er schon, Halleluja. Und er hat einen Fullstack, ja, das wird ja fantastisch. Du meinst, er hat so Revolver-Armeen immer wieder nachgeladen? Ja, das finde ich ist zum Beispiel ein Punkt, der mir nicht so schmeckt. Und ich sehe das halt auch irgendwie so, jetzt gerade in meinem... Oh, fataler Fehlschlag, super, da ist mein Kruftprinz verwundet. Das heißt, du machst jetzt noch mal mehr Kanopenkrüge pro Runde als ich. Mal gucken, ob das geht. Ja, das machen wir. So, dann räumen wir den mal ab. Was ist jetzt drauf? Ja, okay, klar. So. Ja, eine Kriegsschrift hat er erhalten als Reiter. Oh, du hast ein Buch des Nagash bekommen. Yes, wir haben das 6. Buch des Nagash. Juhu. Gratuliere. Völlig nutzlos, aber gratuliere. Ja, also ich will ja zumindest nicht hier aus diesem Let's Play-Projekt treten, ohne mich gebührend verkauft zu haben. Und so kann ich wenigstens einen Erfolg vorweisen. Ja, dann habe ich nämlich ein gutes Nagash mitgenommen. Warte mal, welches ist es denn? Aber das, wir sehen dadurch halt, dass wir das wirklich um die Wette uns holen. Weil bei mir ist es jetzt nämlich auch abgebrochen. Ne? Also ich kann es nicht mehr holen. Okay. Ah ja, interessant. Das ist also wirklich eigentlich eine ziemlich coole Idee, wenn wir mal irgendwann mal wieder dazu wagen. Wenn wir das nochmal antun. Genau. Wenn wir uns das nochmal antun wollen, dann ist das ganz gut. Ja, okay. Wird nur wieder ein paar Jährchen dauern, bis wir wieder die Muße dazu finden, diese Jungs hier anzufassen, glaube ich. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Also ich muss jetzt mal gerade ein bisschen hier Skillpunkte verbasteln. Ja. Kein Problem. Ich habe sowieso ein bisschen Diplo zu machen. Yay! I trust you will not waste my time. On behalf of the Dragon Emperor. Der mag mich überhaupt nicht, ist aber trotzdem bereit, mit mir zu handeln. Das ist hochinteressant. Der Jadehof. Mhm. Bei minus 36 hat er einem Handel zugestimmt. Wow. Flee, while you still have the legs to do so. Leider hat sie noch Armeen. Ich finde es immer so schade, dass du die halt wirklich so runterknüppeln musst, damit sie auch nur ansatzweise in den Bereich kommen. Dass sie bereit dazu sind, Vasall zu werden. Ich habe gerade eben nochmal eine weitere Quelle für Kanopen gefunden. Keine große, aber ich habe es mir mal genommen. Erzähl mir mehr. Ich bin mal so nett. Es gibt einen Ritus. Ah, ja. Der bringt nicht viel, der bringt plus 1, aber es ist besser als nix. Ja, klar. Ja. Und ich mache jetzt halt schon wirklich arsch viel. Entschuldigung.
wir können jetzt übrigens, ach, guck mal da. Man kann jetzt übrigens, es gab ja ein Patch mittlerweile, ne? Ja, man kann jetzt reskillen. Aber das soll wohl nicht ganz bugfrei sein. Also, ich wurde gewarnt von meiner Community. Ich habe selber nicht prüfen können. Aber ich wurde davor gewarnt, dass du, wenn du Level 50 wärst und reskillst, dann würdest du wohl Punkte verlieren. Ich habe es aber, wie gesagt, nicht prüfen können. Ob das stimmt. Mein Level 50 werde ich mit meinem K-Tab hier nicht mehr erreichen in diesem Let's Play. Ich bin gerade mal Level 28. Wahrscheinlich bist du sogar weiter. Nee. Doch, 32 ist er. Naja, aber du musstest halt auch mehr kämpfen. Ja, das ist der eine Punkt auf jeden Fall. Uff. Das sind alles. Ah, ja, stimmt, genau. Wow. Das ist mal eine noble Truppe von den Hochelfen hier. Dreimal Argentgarde, einmal Weiße Löwen, fünfmal Schwestern, zwei kleine Drachen. Das ist mal eine nette Armee. Zwei kleine Drachen, die waren nicht gern allein. Okay, gut, dann mal was. Und luden sich einen Phönix. Ja. Einfach zum Spaß ein. Wir nehmen irgendwelche Tough Guy Sprüche und machen so Kinderlieder draus. Ne? Genau. Ja, toll, aber das. Ja, das hilft mir hier auch nicht weiter. Das hilft mir hier tatsächlich nicht weiter. Ich habe hier so viele Rekrutierungsmöglichkeiten, ne? Aber es bringt mir ja nichts für meine Armee, ne? Ja, wenn die Armeen voll sind, sind sie voll, ne? Ja, und vor allen Dingen, es dauert mehrere Runden und bei mir ist halt der große böse Wolf da oben und der wird mich ja gleich angreifen und der kommt halt natürlich wieder zu meiner Hauptstadt und jolot mich da halt wieder weg, ne? Der große böse Skarbrand. Ja. Submit to your king. Ja, du kannst auf jeden Fall, der kann ja eh nicht rekrutieren, komm, da kannst du schon mal hierhin weiterlaufen. The realm of souls fills with my foes. Und wir müssen hier dieses Streitwagen-Ding bauen. Und also eigentlich bräuchte ich halt in dieser Situation, ich bräuchte jetzt irgendwo so einen Helden oder so eine Armee, die ich irgendwo hinten stehen lassen kann und so nach und nach mit Einheiten vollstopfe, ne? Aber das kann ich mir halt überhaupt nicht leisten. Das geht gar nicht, weil halt da, wie gesagt, ne? Also ich kann es mir nicht leisten, einfach da mal so stehen zu bleiben und dann so vier Runden da irgendwas zu rekrutieren, ne? Ja, ich verstehe es. Das ist echt richtig, richtig doof. So, und jetzt? Serve me. Ja. Ich profitiere einfach nur davon, dass ich die ganze Zeit halt passiv so viel Einkommen habe, im Sinne von, ja, du weißt schon. Meine ganzen Untoten sind halt ordentlich am Kanopen produzieren. Also wir sind da schon Großlieferant. Musst du mal gerade. Ja, guck mal, und alle mögen Skarbrand. Alle mögen Skarbrand. Das ist doch total gestört, oder? Ja. Das ist Bizarro World. Ich muss da gerade noch ein bisschen. Sorry, ich muss da noch ein bisschen Diplo machen. Ja, weil, ja. Aber. Ja. Ich höre den Grüften zu, wie sie stöhnen. Ja, ich stöhne hier auch. Und das Beste ist, diese ganzen Dawi, ne, die hassen mich alle abgöttisch, weil die ganz genau wissen, dass Feuer gegen mich doppelten Schaden macht. Nee, die hassen dich deswegen, weil du keinen Bart haben kannst, Harhar. Wobei, ich würde mal sagen, ja, okay, gut, das ist ein Fake-Bart, ne? Ja. Und wahrscheinlich hassen sie dich deswegen erst recht. Weil Setra einen Fake-Bart hat. Wosak Stärk Rang 88. Ja, genau, deswegen hassen sie mich richtig, ne? Ja, genau. Weil wir vorgeben, einen Bart zu haben, der in Wahrheit nur so ein angeklebter Kinnstöpsel ist, ne? Richtig. Ja. Ich meine, ich kann das auch irgendwie verstehen.
Was macht man eigentlich hier mit den Wächtern? Es gibt ja hier diese Pyramide, ne? Ja. Die was Obermann. Macht man mit denen eigentlich? Schwarze Pyramide des Nagash, ja, ne? Aber ansonsten steht die einfach nur da rum die ganze Zeit. Ja, ja. War ja in Warhammer 2 auch schon so. Da hat sich nicht viel geändert. Du kriegst halt, wenn du das Ding halt eroberst, die Option auf ein besonderes Gebäude in den Wächtern. Mhm. Was aber in meinen Augen, zumindest soweit ich mich erinnern kann, nie besonders erstrebenswert war. Das ist halt irgendwas mit vampirischer Korruption und bla, und ich denke mir immer, das will ich doch alles gar nicht. Einiges ist nur spannend, wenn du Vampir bist. Mhm. Also da hätten sie sich auch noch ein bisschen mehr ausdenken können, sodass es irgendwie so, keine Ahnung, so ein Set-Bonus gäbe. Stell dir das mal vor, es gäbe so eine Art Set-Bonus, wenn du bestimmte Gebäude hast, wie zum Beispiel die Gebäude des Untodes. Oder auch andere, also oder die Gebäude des Lichts oder so, weißt du so. Und dann bekommst du irgendwie Boni auf dein Volk oder auf die Magie, die du benutzt, die, also... Dass du dann vielleicht Nekromantie verstärkt casten kannst. Also, das wäre doch mal ein Gag. Irgendwas. Ah, jetzt geht's weiter. Er hat irgendwas geladen, ich weiß nicht genau. Was. Ja, ja, bei mir habe ich auch schon gedacht, es sollte doch jetzt eigentlich durchrattern, aber es ratterte nicht. Aber wahrscheinlich hat gerade im CA mitgeschrieben, weil sie uns zuhören, weißt du. Ja. Ja, was Ähnliches gibt es ja immerhin mit diesem Yin und Yang-Ding bei Katai, ne? Also. Das ist ja eigentlich, eine ganz coole Idee dahinter, ne? Dass du halt Einheiten hast, die sich gegenseitig so buffen oder so, ne? Ja, ja, und in dem Fall halt quasi, dass dann halt, also, aber dass es dann jede Fraktion machen könnte, weißt du? Das wäre mal eine richtig coole Spielmechanik. Wow. Das ist. Okay. Weißt du, was ich total, soll die Armee von weißt du, was total für ein Arsch ist? Ich habe gerade eben einen Effekt bekommen. Flüchtlingszustrom beim Monolithen. Jetzt kommt's. Kontrolle minus 10 für 5 Runden. Aber zum Glück bekomme ich einen Bonus für 5 Runden. Rekrutierungskosten minus 40% als Gruftkönig. Wow, das ist mal richtig nice. Ja, das ist mal richtig nice. Da kannst du dich auf jeden Fall mal gut drauf ausruhen, dass deine Einheiten dann günstiger werden. Genau, weil 0 mal 0,4 ist, warte mal. Ist, irgendwas anderes, ja. Ja, ja, also es war nicht 4. Oh Mann, ey. Wer hat denn dieses Event da reingepackt? Das ist ja schlimm. Also nach dem Motto 1000 mal 0 ist halt immer noch 0. Ne? Richtig. Also, ja. Naja, jetzt guck ich mal. Ach, ihr habt das jetzt eingenommen. Ja, dann ist das so. Ja, ich besetze jetzt hier das nächste hier. Die Schwarzlichtlichtung. Der Schwarzlichtturm ist jetzt mal einer. Das ist so eine Neon-Disco, weißt du? Schwarzlichtturm. Ja. Da kommt dann auch die ganze Zeit so Musik raus, so genau. Ja, schön. Boah, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal dringend mit der Dame hier reden über militärische Zugänge und so. Wird hart werden. Och, komm, Trolinchen. Weißt du, jetzt habe ich hier diese komische Lebenselfe neben mir. Und die wollen alle sich nicht unterwerfen. My hatred for your kind, blood, mistress of the undying. Die sind alles. Och, das darf doch wohl nicht wahr. Ich kann nicht mal mit 10.000 Gold eine diplomatische Einschätzung von minus 2,2 ausgleichen. Mhm, da kommt mir bekannt vor. Ja, die Diplomatie. Ja, es ist ein noch nicht mal, also schmückendes Beiwerk wäre noch ein Euphemismus, ne? Ja. Kann man definitiv so sagen. Alter, der Typ hier, ne? Diese komischen Nagash-Fritzen da, die haben 3 Fullstacks da drin. Wie soll man das denn erobern? Das ist eine verdammt gute Frage. Macht das Ding denn überhaupt Kanopenkrüge? Nö. Nicht wirklich, oder? Mach nur nicht mal Kanopenkrüge, das Ding. Okay, gut. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung plus 3, weil du halt eh nur 5 haben kannst, ne? Also, und du mindestens 5 brauchst, um es zu erobern.
Dann kriegst du es bei Nummer 6 oder so. Mhm. Das ist schon viel zu spät. Okay. Oh. Das ist diese blöde Hochelfe mir hier so im Weg, ey, das gibt's ja wohl nicht. Die nervt echt tierisch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, warte mal, was hat der für Einheiten? Ah, okay. Nehekara rises from the sands. Genau. Hey, passt. Und machen wir das hier auch noch, ne? Oder? So. Ah, jetzt ist der Typ endlich da. Der Witz ist, neben mir sitzt die ganze Zeit das Malekätzchen und schnurrt. Der macht nichts. Der existiert hier einfach nur so. Wie sehr mag mich eigentlich meine Vasallen? Ja, macht das. Das Twin okay. Defenders. Dann kriegen wir da eine Revolte. So, jetzt bin ich gespannt. Kriege ich jetzt. Jetzt müssten wir die Revolte da kriegen. Und dann muss der Scarbrand aber da durch, ne? Das ist auch wieder witzig, insofern, weil ich habe ja diese Armeefähigkeit mit diesem Sandsturm, ne? Ja. Ah nein, er ist doch vorher dran. Okay. Ja, gut, dann. Er hat sich das einfach so geholt, okay. Ich habe ja diese Fähigkeit mit diesem Sandsturm. Und eigentlich bedeutet das ja, dass er Verschleiß bekommt, wenn er in mein Gebiet reinläuft. Die KI umgeht das halt einfach, indem der immer in diesen Stellungswechseln halt alterniert. Ne? Also dann geht er einfach auf Plünderstellung. Das kannst du ja selber auch machen. Und läuft dann einfach im Plündermodus bei dir durchs Territorium durch und kriegt keinen Verschleiß. Und das habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr mal zurückgemeldet, dass das ja irgendwie so ein bisschen witzlos ist. Ja, das kann man auch durchaus so sehen. Ja, wenn man das halt hat. Ja, also. Ja. Okay, Kylostra hat, glaube ich, so langsam aber sicher ein Problem mit ihrem Unleben. Ich habe das Gefühl, dass die Elfen sie jetzt platt machen. Warte mal, kann ich nicht irgendwie noch einen Deal rausholen? Das muss doch möglich sein. Schade, viel zu weit weg. Ja, jetzt kann ich schon keinen Frieden mehr mit den Ertrunkenen machen. Das finde ich jetzt wiederum etwas doof. I bid you welcome. What do you wish to discuss? Für einen einfachen Nicht-Angriffspakt müsste ich mit dieser Elfe 12.000 Gold ausgeben. Aua. Aber ich mach's. Ja, das ist ja manchmal die sinnvolle Option, ne? Genau, weil ich bin jetzt halt auch schon an dem Punkt, dass Geld keine Rolle mehr spielt für meine Fraktion. Also ich habe inzwischen jetzt 9.200 Goldeinkommen. Das ist schon gut. Das Geld spielt keine Rolle mehr. Ich werde meine Städte wieder nicht retten können, weil der Scarbrand halt viel schneller ist als ich, ne? Ich bereite mich jetzt hier mal nochmal für eine letzte Invasion des Nordens vor. Das Gute an uns ist, wir frieren nicht im ewigen Eis. Ah ja, das ist cool. Naja, das sage ich jetzt einfach so. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel daraus macht. So, okay. Es ist einfach so eine logische Behauptung. Aber wer weiß, ob das Spiel nicht plötzlich doch sagt, dass diese Knochen bibbern. Zutrauen würde ich es ihm. So, oder da. Hier nichts mehr, ne? Okay. Ich kann sie halt nur als Helden mit in die Armee nehmen, aber das ist eigentlich auch zu schade. Mach das. Genau. Und kann ich noch irgendwo so ein. Nee, das mache ich gar nicht. Kann ich da irgendwo so einen Erlass raushauen? So ein Ritus? Was geht hier? Was ist das nochmal? In einer Runde verfügbar. Ah ja, okay.
Ah, ich brauche eine nähe karasnische Zitadelle. Ja, gut, ich glaube. Wo ist denn dieses Gebäude? Was ist das denn? Ah, okay, so ein Gebäude ist das. Ah, das sind die Dinger, die mir... Ja, nee, das kann ich vergessen. Das werde ich nicht mehr in diesem Durchgang hier erleben. Tja. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ne? Das ist günstig, das kann man mal so ausbauen. Hier läuft tatsächlich auch ein Buch rum. Das Problem ist bloß, ich werde es nicht kriegen. Lord of the Black Tower. Weil dafür bräuchte ich jetzt einen militärischen Zugangspakt mit Malekith und der sagt garantiert nicht ja. Dann bräuchte ich wahrscheinlich 50.000 Gold und mehr, dass der auch nur darüber nachdenkt, ja zu sagen. So, aber ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir einen Break machen. Wir haben schon eine halbe Stunde voll. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. In diesem Sinne, macht's gut und Pax Vobiscum Valete. Tschüss.